Willkommen zurück, meine Freunde. Und heute spielen wir mit keiner geringeren Nation als dem Deutschen Reich höchstpersönlich mit dem Typen mit der Mütze auf dem Kopf, den Schnauzbart über der Lippe namens Adolf von der Hippe. Adolf Hitler meinte ich natürlich. Der ganze Kollege, ja, der ist relativ faschistisch eingestellt, der möchte gerne die Welt erobern. Und deswegen hier auch die Frage, kann Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewinnen? Diese Frage beantworten wir uns natürlich nicht etwa nur auf zivil, wie du das machen würdest, oder auf regulär, wie ich das vor 20 Jahren gemacht hätte. Nein, wir spielen natürlich auf Elite und das Ganze im Ironman-Modus. Das ist nämlich der Modus, wo man nicht cheaten kann. Und das Ganze, wie ihr hier sehen könnt, ist Achievement-kompatibel. Damit sollte auch bewiesen sein, dass dieses hier anwesende Schalentier keine Mods oder ähnliches verwendet. Das Ganze nennen wir Ironman Man Deutsch und überschreiben den alten Spielstand. Keine Ahnung, warum da schon einer ist. Ah ja, genau, ich weiß warum, weil ich zu blöd war, die Anmoderation ordentlich zu machen. Und zu was du aktuell noch zu dumm bist, ist, glaube ich, den Kanal abonniert zu haben. Ich sehe nämlich gerade, da fehlt es bei einigen noch. Das holt ihr bitte noch schnell nach, dann gebt ihr noch einen Daumen nach oben und schaut euch das Video komplett an und überweist mir euer komplettes Geld. Dann bin ich zufrieden und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Grundsätzlich ist ja Deutschland eigentlich eine relativ starke Nation. Wir gehen jetzt hier natürlich komplett basic Rheinland. Rheinland ist immer was Feines, das heißt, wir holen uns erstmal das Rheinland wieder, schmeißen unsere kompletten Truppen in eine Division und lassen die einfach mal ein bisschen trainieren. Auch wenn das nicht mehr für Erfahrung sorgt, bekommen wir immerhin ein bisschen Armee-Experience, die wir brauchen, um später Divisionen oder bestehende Ausrüstungstemplates zu verbessern. Das Ganze hier ist übrigens kein Tutorial. Wenn ihr Tutorials sehen wollt, dann googelt einfach mal Hearts of Iron 4 Deutsches Reich Tutorial. Ich bin mir sicher, da werdet ihr was finden. Guter Stuff. Dankeschön für den Hinweis, netter Krabbe. Das allererste, was wir machen, es ist tatsächlich eine Sache, was fast jeder macht, ist, wir möchten nachher dann der Niederlande den Krieg erklären. Warum wollen wir das machen? Das ist ganz einfach. Die Niederlande hat einen Vasallen. Und Vasall ist, naja, wie drücke ich das am besten aus? Wenn du arbeiten gehst, bist du eigentlich auch nur ein Vasall. Der einzige Unterschied ist, du wirst bezahlt. Die Niederlande hat auch einen Vasallen, die zahlt allerdings an ihren Oberherrn. Also quasi so wie damals vor 500 Jahren, da hat man ja auch quasi dafür gearbeitet, dass man bei seinem Lehnsherrn in der Burg auf dem Boden schlafen durfte und dass einen das Ziegenfell schön gewärmt hat. So in etwa ist dieses Verhältnis auch. Und jedenfalls, wenn wir die Niederländer besiegen, und mit besiegen meine ich, wir entfernen ihre Köpfe von den Hälsen, wobei es ein bisschen zu drastisch, wir sorgen dafür, dass die Niederländer nicht mehr in ihren Häusern wohnen, sondern quasi in schönen Kästen. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir automatisch auch Niederländisch Indien als unseren eigenen Vasallen. Und für alle, die jetzt ein bisschen sich auskennen mit dem Spiel, die wissen, der gibt sehr, sehr viel Gummi. Und wie ihr alle wisst, Gummi ist enorm wichtig. Nicht nur für das Verhindern der Reproduzierung von einigen Lebewesen, nein, sondern auch für Flugzeuge oder Fahrzeuge. Denn so ein Flugzeug braucht natürlich sehr viel Gummi. Und natürlich auch so ein Truck, der braucht auch Gummi. Wofür? Genau, für die Reifen. Was ich ja immer total liebe an Deutschland, ist der gute Ferdinand Schröder mit seinen unfassbaren 10 und 15% Infanterieboni. Und dann die Tatsache, dass man auch nochmal einen extra Buben für die Offensive einstellen kann mit dem guten Franz Halder. Das macht Deutschland so unfassbar stark. Das ist immer wieder relativ schön zu sehen. Das andere, was man auch mal machen kann, ist, dass man relativ früh Hjalmar Schacht einstellt. Der hat relativ coole Boni, zum Beispiel auf Infrastruktur und Zivilfabriken, Eisenbahn und Raffinerien. Und dann könnt ihr nebenbei dann als nächstes auch noch einen Kriegswirtschaftler einstellen, weil am Anfang baut man ja meistens Zivilfabriken und danach, so nach 2-3 Ingame-Jahren, baut man Militärfabriken. Und, also beziehungsweise ihr könnt auch schon nach 1-2 Jahren anfangen, aber ich mache das immer so, ich spiele immer erst Zivilfabriken und danach baue ich Militärfabriken. Jedenfalls sind die beiden natürlich sehr praktisch, um da halt auch einfach herzugehen und die Produktion zu verstärken und mehr Fabriken ins Feld schmeißen zu können. Ach ja, der spanische Bürgerkrieg. Natürlich werden wir das Ganze unterstützen, sowohl mit Luftwaffe als auch mit Division. Irgendeiner muss ja den Idioten da helfen. Derzeit hätte ich gerne noch den Spaniern ein bisschen geholfen. Das Problem ist leider nur, naja, dass wir jetzt erstmal den Niederlanden den Krieg erklären müssen. Wird eine relativ kurze Geschichte. Natürlich brauchen wir unsere Luftwaffen mit dabei. Unsere Truppen sollten aufhören zu trainieren. Und dann gehen wir einfach her, erklären den Krieg. Das Ganze, wenn man macht, solange die Weltspannung unter 20-25% liegt, wird keiner eingreifen, keiner garantieren, keiner wird Faxen machen. Und dann sollte die Niederlande innerhalb kürzester Zeit fallen. Ja, lange hat es nicht gedauert. Ich glaube, eine Woche war es. Oder zwei Ingame-Wochen.
alle Regionen erobern und dann Niederländisch-Indien zum Satellitenstaaten machen. 21. November. 3 Wochen hat der Krieg gedauert. Ne, nicht mal. Warte mal. Ne, 2 Wochen hat der Krieg gedauert. Und Niederländisch-Indien ist jetzt Deutsch-Indien geworden. Und ja, unsere Politik, unsere Ressourcen und unsere Zukunft. Ach ja, der polnische Bürgerkrieg. Ich finde es schön, dass er eigentlich fast immer passiert in der Zwischenzeit in Hearts of Iron 4, auch wenn er absolut nicht historisch ist. Aber da wir eh immer ahistorisch spielen, damit es einfach ein bisschen interessanter wird, ist mir das ja relativ wurscht. Genauso wie wurscht das mir ist, dass Spanien den Bürgerkrieg aktuell verliert. Aber wir arbeiten dran. Zumindest, dass wir die noch retten hier. Okay, Großbritannien hat sich aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden, wieder monarchistisch zu werden. Und hat auch mit einem Schlag alle Puppets verloren. Verdammt, Idioten. Die Polen verlieren gegen die polnische Bauernunion den Bürgerkrieg. Das wird auch interessant. Es wird wieder eine sehr interessante Runde hier. Das kann ich euch schon mal verraten. Das sind übrigens meine aktuellen Templates. Die sind noch nicht ganz fertig, aber sollten für den Anfang reichen. Ist allerdings ja, relativ teuer aufgrund der ganzen Artillerie, die wir mit dazu schmeißen müssen. Fehlt jetzt natürlich massiv an Ausrüstung. Aber man braucht natürlich auch kein voll ausgestattetes Heer, um einen Krieg zu führen. Man braucht eigentlich letztendlich nur Soldaten, die bereit sind zu sterben. Das langt. Ich liebe es übrigens, wenn die Kalisten sich einmischen und dann eure Truppen automatisch zurückgezogen werden. Ich weiß ja nicht warum, weil eigentlich das spanische Direktorat jetzt die Rolle der Faschisten übernimmt. Der Papa hat so für einen, wie er denkt sich so, oh, fickt euch. Deswegen scheiße ich jetzt auf den spanischen Bürgerkrieg. Ihr seht eh, wer gewinnt. Die hässlichen Spanier gewinnen den spanischen Bürgerkrieg. Lol. Falls irgendwann mal einer fragt, ob ich geistig behindert bin und ob ich keinen Plan habe, was ich laber. Ja, er hat verdammt nochmal recht. Die polnische Bauernrepublik. Unter Maria Kosciuszka. Aber hat coole Werte. Moralarmee, Angriff, Verteidigung, Kerngebieten. Ist lit. Aber mal gucken, ob die eine Chance gegen unsere Armee haben später. Der sowjetische Bürgerkrieg, meine Freunde. Diese Union der Sowjetrepubliken. Gegen die Sowjetunion. Das Schöne ist, die haben eigentlich hier erstmal relativ wenig Gebiete, aber haben relativ viele Divisionen. Da schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht, weil die Sowjets dürften ihre Truppen ganz im kompletten Land verteilt haben, während die SSSR hier relativ, aber ist gar nicht die SSSR, die Union der Sowjetrepubliken Europas und Asiens ist es hier. Die sind, ja, mal gucken. Der Europäische Pakt hat sich auch gegründet und der ist dummerweise verbündet mit der Polnischen Republik. Also, mal schauen. Ich weiß nicht, wie es bis heute sein kann, dass dieser Bürgerkrieg verbuggt ist. Dass die nationalsozialistischen Inder mit 0 Divisionen spawnen, das ist so dumm. Man könnte versuchen, denen zu helfen. Das Problem ist, die 4 Divisionen werden es nicht richten. Wir probieren es einfach mal. Scheiß mal drauf. Naja, ein Versuch aus Wert. Hat leider nicht funktioniert, was? Kann Ungarn schon einladen. Naja dann, hallo. Das Deutsche Reich hat das erste Bündnis mit Ungarn. Hervorragend, das können wir gleich nutzen, wenn Österreich Fax macht nachher. Bei Armeekommando wählen wir natürlich kühnen Angriff aus, aus offensichtlichen Gründen. Danach sehen wir sonst noch politischer Machtzuwachs, ist immer ganz nett, aber bringt uns jetzt hier in dem Fall nicht so viel. Planungsgeschwindigkeit und Kommandeursfertigkeiten sind immer ganz cool, wenn ihr vor allem sehr offensiv spielt oder sehr stark angegriffen werdet und eure Generäle sehr schnell vom Level aufsteigen. Aber ich nehme jetzt hier einfach mal die Berufsoffiziere, einfach, dass wir nochmal weniger Doktrinkosten haben. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe überhaupt nicht mehr aufgepasst. What the fuck? Die Union der Sowjetrepubliken Europas und Asiens haben gewonnen. Und die Polen, die, das sind richtige Hunde, Alter. Die haben sich einfach die Sowjets verraten. Rest in peace, Sowjetunion. Ah, die Amerikaner geben gerade auf den Sack. Genau passend zum Anschluss wollen die Amerikaner jetzt hier dieses Schmarre dazu. Da kommen, ganz ehrlich. Nehmt's mir scheißegal. Wir haben unseren Anschluss. Wir haben uns ja auch was geholt. Wir haben uns Österreich geholt. Willkommen zurück im Reich, meine österreichischen Freunde. Und vielen Dank auch für eure neuen Divisionen, die ihr gleich mit beigesteuert habt. Das sind sie jetzt hier. Die lasse ich jetzt erstmal final so stehen. Nachher kümmern wir uns noch um neue Panzerdivisionen, aber dafür muss ich erstmal Panzer erforschen. Aber für Infanterie langt das. Wir haben hier 12.100 Mann drin, 24er Combat Wolf. Das ist nicht ideal, aber das ist eigentlich für das, was wir hier treiben, ganz gut. Relativ viel Unterstützung, Artillerie halt mit drin. Einzige, was man noch machen könnte, wäre eine Flugabwehr mit reinschmeißen. Aber das lasse ich aktuell noch sein. Naja, alles klar. Wie scheiße soll es laufen, die Scheiße so. Hallo, ich bin's, die Scheiße. Naja. Problem ist, die werden garantiert von den Baguettes und von Rumänien. Die Briten interessanterweise nicht. Der Kollege hat keinen Bock auf Krieg. Das heißt, sie bereiten uns jetzt auf Krieg vor. Ja, toll. Litauen hat der polnischen Bauernrepublik den Krieg erklärt.
Und damit werden wir wahrscheinlich die Wiedervereinigung von Polen-Litauen sehen. Nach langem. Allerdings nicht so, wie die Litauer sich das vorstellen, weil ich glaube, dass Polen-Litauen dann nur noch aus polnischer Bevölkerung bestehen wird. naja, selber schuld. Ne? Na dann, beginnen wir das Schauspiel. Und lassen natürlich die Jungs auch direkt angreifen. Warum? Aus zwei Gründen. Grund 1 ist, wir haben Luftüberlegenheit. Noch nicht jetzt, aber jetzt gleich. Jetzt haben wir Luftüberlegenheit. Das heißt, wir können die Tschechoslowakei nicht gleich wegmachen. Nebenbei mal gucken, was Rumänien macht. Die sind ja eigentlich auch garantierend gewesen für die Tschechoslowakei. Und Frankreich ist schon mit uns im Krieg. Das juckt mich aber aktuell nicht. Hier halten wir einfach defensiv die Stellung. Slowenien geben sie mir auch nicht. Leute, ihr geht mir gerade hart auf den Sack. Keiner gibt mir irgendwas. Warum? Ich frag doch noch so nett. Ich frag so, sagst du, hallo, wollt ihr mir vielleicht ein paar Gebiete geben? Die Gebiete so, nö. Nö, gar keinen Bock. Aber ich finde es super. Das einzige Gute für uns ist die französische Allianz ohne Großbritannien und ohne die Vereinigten Staaten und ohne Russland, ohne Polen. Das heißt, ich glaube, auch wenn es jetzt aktuell nicht so ausschaut, wir haben hier ganz gute Chancen auf einen Endsieg. Auf einen großen Sieg. Was ist das denn? Lol. Okay. Hallo. Jetzt haben die Jugoslawien auch noch den Krieg mit reingerufen. Jetzt haben wir schon den Zweiten Weltkrieg, aber nicht so, wie ich ihn haben wollte. Das ist ja alles komplettes Kuddelmuddel gerade. Also zu viele Feinde gerade quasi auf dem Haufen. Aber gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind Deutschland. Erst mit Tschechoslowakei loswerden und der Rest geht von alleine, hoffe ich. Okay, hier oben haben wir die Franzosen besiegt. Königsberg gehört wieder komplett uns. Wir haben auch einige Franzosen ins Leben genommen, glaube ich. Ja, Flüsse sehen schon mal ganz gut aus. Außerdem Kroatien ist gefallen. Ungarn verteidigen wir jetzt auch hardcore. Und die Tschechoslowakei wird weiter zurückgedrängt. Da werden wir als nächstes Prag erobern. Das hängt einfach mit auch der Überlegenheit unserer Luftwaffe zusammen. Eine Allianz mit Britannien. Eine Allianz mit Großbritannien. Aha. Das ist interessant. Das würde ich jetzt gerne einfach mal machen, weil es mich interessiert, was jetzt passiert. Eine deutsch-britische Annäherung. Okay, also Litauen hat auch abgelehnt, mir das Memel zu geben. Also die Memel-Gebiete. Jetzt habe ich Danzig oder Krieg gemacht. Damit dürft ihr raten, was passieren wird. Ah! Ein Bündnis mit Großbritannien. Und Britisch-Malaysia gibt es auch noch gleich mit dazu. Das ist ja geil. Das ist geil. Leute, das finde ich richtig edel von den Briten. Das ist das erste Mal, dass ich diese Event-Reihe habe. Und dass wir jetzt einfach verbündet sind damit mit Großbritannien. Like, what the fuck? Geil. Geiler Shit. Habe ich noch nie gesehen. Weiß ich, habt ihr das schon mal gehabt? Ich nicht. Naja, wir haben es ja alle gewusst, was passiert, ne? Wir haben ja alle gewusst, was passiert. Polen, Litauen. Ne, warte mal, was? Ah ja, doch, genau, weigert sich hier, genau, ja, Polen. Verrückte Irre. Meine britischen Freunde möchten sich Irland wiederholen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, ich hoffe schon. Generell ist es ja gut. Ja, ich helfe schon. Generell ist es ja gut, wenn die Briten stärker werden. Okay, irgendwann ist Japan mit Russland in den Krieg gezogen, gewandert, gefallen, wann auch immer das passiert ist, weil Japan ist noch nicht mal gegen China. Aber okay, ich verstehe nichts mehr, diese Kampagne schon wieder. Na, Nummer 1 ist raus, nach einem Jahr Krieg gefühlt. Das ist super. Jetzt können wir uns um Rumänien und Jugoslawien noch kümmern, hier in der Ecke. Was war das jetzt für ein Geräusch? Na gut, egal. Oh, die Briten sind da. Vereinigten Staaten sind das Commonwealth of Nations beigetreten, das juckt mir nicht. Die sind neutral, die Commonwealth of Nations. Aber dass die Franzosen gerade relativ auf die Fresse bekommen von den Briten, das ist schon wieder lustig. Wie stark sind die Franzosen eigentlich? Naja. So stark sind sie nicht. Ah, Jugoslawien ist endlich gefallen. Ein Träumchen. Jetzt fehlt nur noch Rumänien. Und dann können wir uns mit aller Macht um Frankreich kümmern. Oder ich muss es gar nicht mehr, weil das die Briten schon selber machen. In weiser Voraussicht habe ich mir übrigens in Rumänien bereits eine Kollaborationsregierung zusammengebaut. Mit in der Zwischenzeit 100%. Das heißt, dass wir hier fast alle Ressourcen rausbekommen. Aus den Gebieten, wobei die jetzt aktuell Ungarn zugesprochen bekommen hat. Nee. Na gut, aber später bei den Friedensverhandlungen wird es trotzdem wichtig sein. Na dann, marschieren wir mal durch die Schweiz und durch Belux, weil, nee, gibt's ja nicht mehr. ja, jedenfalls sind die alle der französischen Allianz beigetreten. Es wird ein schön fetter Friedensvertrag. Okay, Luxemburg hat schnell kapituliert. Belgien dürfte auch nicht lange standhalten und die Schweiz schauen wir mal. Wie ich es mir schon dachte, Belgien hat auch direkt kapituliert und Frankreich auch und dann, ja. Friedensverhandlungen! Ich liebe die Friedensverhandlungen, weil die Briten haben gemeint, sie müssten sich irgendwie jeden Trottel hier zum Untertan machen. Ich meine, es gehört alles zu den Achsenmächten. Wir haben allerdings jetzt, naja, einen hässlichen Flickenteppich. Danke, Großbritannien! Und mit ganz freundlichen Grüßen einen Mittelfinger einmal rausgestreckt.
Ich bin wirklich gerade in letzter Sekunde hier oben gelandet. Wir sind ja im Krieg mit Kanada und den Vereinigten Staaten. Und Großbritannien hat sein Gebiet hier oben fast verloren, bis auf die eine Provinz, wo ich wirklich in allerletzter Sekunde eingetroffen bin. So viel Glück müssen wir erstmal haben. Jetzt werden wir uns erstmal Italien holen. Das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Schon seit hunderten von Jahren hätte man als Deutschland Italien endlich mal einnehmen sollen. Jetzt machen wir es. Ein für alle Mal. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Italiener keine Chance haben werden. Ciao bella Italia. Italia gehört der uns jetzt. Übrigens sehr gut. Diese ist nichts gut. Wir haben hier leider ein bisschen auf die Fresse bekommen. Müssen jetzt defensiver spielen. Da sind von 20 Mann nur noch 20 übrig. 12. Naja. Wir gucken jetzt Spanien Bündnis und dann Polen gegen Russland wahrscheinlich. Also Polen und Russland wahrscheinlich angreifen. Das ist das nächste Ziel mit unserer Armee. Aber erstmal holen wir uns die mir zustehenden Gebiete von Litauen. Und aus irgendwelchen geisteskranken Gründen hat Lettland Litauen garantiert. Ich weiß nicht genau, warum man das machen würde. Aber dann holen wir uns die gleich mit. Damit hätten wir die auch schon mal. Machen gleich oben weiter. Einfach weiter marschieren, wenn wir schon mal da sind. Damit ist Lettland auch unser. War relativ einfach. Und wir können die Jungs jetzt natürlich dann nutzen, um Polen von der anderen Seite mit anzugreifen. Hallo Spanien! Willkommen im Achsenbündnis. Was ist das denn? Der ist so hässlich, der hat nicht mal ein Bild. Gut, das ist nicht die allergrößte Hilfe, aber man nimmt ja, was man kriegen kann, ne? Polen ist übrigens richtig im Arsch, die haben keine Freunde. Und haben hier Mini-Bündnis. Ich denke, das wird ein relativ kurzer Krieg, bin ich mir relativ sicher. Let's go, Boys! Operation Lebensraum im Osten Step 1 erfolgreich abgeschlossen. Operation Lebensraum im Osten 2 wird vorbereitet. Hoffen wir, dass es genauso gut läuft wie gegen Polen. Der Krieg hatte nur wenige Tage gedauert. So, das haben wir auch schon mal komplett fertig. Jetzt kommt der Hauptkrieg, der Hauptkrieg gegen Russland. Einziger Nachteil ist, weil ich vergesslich bin, ich habe vergessen, wieder eine Offensivlinie zu ziehen. Sollte man machen. Kollaborationsregierung ist bereits vorbereitet gegen die Sowjets. Das ist aktuell bei Stufe 2. Arbeiten wir an Stufe 3. Und dann sollten die Sowjets hoffentlich relativ schnell fallen. Die haben nämlich auch kaum Divisionen. Wir sehen das hier um die 50, 60 Divisionen. Das sind 500.000, 600.000 Mann. Das ist gar nichts. Das ist viel zu schwach. Das sollte kein Problem darstellen. Naja, man darf auch nicht vergessen, es ist natürlich noch ein Krieg mit Japan seit Jahren. Das tut den Sowjets natürlich auch schon weh. Aber davon abgesehen, das ist hier gerade ein Gemetzel. Das ist fast schon ein bisschen armselig. Der Krieg dauert jetzt nämlich mal einen Monat. Und wir haben die Russen schon besiegt. Wir schaffen das, was Napoleon und Hitler damals nicht geschafft haben. Wir erobern Russland innerhalb von wenigen Tagen im Winter. Meine Freunde, im Winter. Es ist November. Wir werden Russland im Winter besiegt haben. Da guckt der eine oder andere ein bisschen kritisch aus seinem Sarg heraus und denkt so, shit, warum schafft der das, was ich nicht geschafft habe? Und die Antwort darauf ist ganz einfach, ich bin ein Pro. Und die damals waren halt Noobs. So, meine Freunde, das war's mit den Russen. Die Russen gibt's nicht mehr. Das russische Kaiserreich gibt's jetzt, das ist unser Puppet. Und wir kümmern uns jetzt noch um Kanada und die United States of America und laden China in unser Bündnis ein. Okay. Ah, Japan hat Scheiße gebaut. Viel Spaß, Japan. Ja, Queen China ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Können die schon mal den Japanern nicht mehr helfen. Nur leider habe ich irgendwie keine Punkte. Und die eigenen Gebiete vor dir sind auch sehr teuer. Na gut. Tschüss, Queen China. Jetzt fehlt nur noch Japan. Oder wir gucken, dass sie zumindest vom Festland verdrängen. Hier oben kommen wir auch gut weiter. Dank britischer Unterstützung. Ach, die Vereinigten Staaten und Kanada haben auch schon kapituliert in der Zwischenzeit. Das Einzige, was jetzt dieses dreckige Bündnis noch zusammenhält, sind die Japaner auf ihrer Insel. Aber ich sage mal so viel, ich habe absolut keinen Bock mehr, da auf die Insel rüberzufahren. Da gibt es eh nichts Hübsches außer Godzilla und vielleicht ein paar atomverstrahlte Menschen. Weil was die Amerikaner nicht machen, übernimmt bestimmt jemand anderes irgendwann mal. Ansonsten, ja, die Welt, wie sie uns gefällt. Die Achsenmacht hat gewonnen, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und wir sind fertig für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Wünsche, Vorschläge, Ideen für Projekte und Challenges habt, gerne ab in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und feiert schön euren Sieg. Ach, keine Ahnung, was ich gerade laber. Macht's gut. Tschüss.